Mittwoch 18.30 Uhr, Huck Coburg Arena. Die Jugend des HSC 2000 Coburg trainiert. Unter ihnen auch Felix Dettenthaler. Er ist 16 Jahre alt und kommt aus Nürnberg. Seit ungefähr 8 Jahren spielt er Handball. Die Bewegung und was man alles dabei machen kann, die ganzen taktischen Sachen, haben mich schon immer begeistert und ich habe mich auch viel dafür interessiert. Ich habe damals in der E-Jugend angefangen, damals noch in der Nähe von Nürnberg. Damals hat es mir schon echt Spaß gemacht. Und seitdem spiele ich eigentlich begeistert Handball und das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Felix ist durch einen guten Freund auf das Handballspielen gekommen. Damals war er noch in Nürnberg, heute ist er in der Festestadt. Er war im Landesstützpunkt in Coburg. Martin Röhrig, Jugendkoordinator und Trainer beim HSC, fragte ihn, ob er nicht wechseln möchte. Gesagt, getan. Felix zieht in die Leistungssport-WG des HSC und spielt in der B- und A-Jugend. Die WG gibt es, damit auch Jugendspieler, die von weiter her kommen, ins Training in Coburg können und dort spielen können. Und weil ich eben aus Nürnberg komme und es viel zu weit weg von Coburg ist, um da jeden Tag hinzufahren ins Training, bin ich in die WG gezogen. Und da hat man auch einen guten Anschluss in der Schule, im Handball natürlich auch. Und deswegen war das die beste Option. Im Prinzip trainieren die Jugendlichen 5 Tage die Woche. Dazu kommen die Spiele an den Wochenenden. Während am Ende der Woche mehr in großen Gruppen trainiert wird, ist das Training von Montag bis Mittwoch eher individuell geprägt. Montags ist normalerweise so Thema individuelle Technik, Angriff, Wurfvariationen 1 gegen 1. Dienstag dann mehr Abwehr. Mittwoch mehr so in der Kleingruppe. Heute haben wir jetzt den Vorteil eigentlich, dass Sebastian Weber, Kreisläufer der ersten Mannschaft, Captain der ersten, noch mit dabei ist, der jetzt das Aufwärmen übernehmen wird mit einer durchaus sehr interessanten Sache, Live-Genetik. Und der dann speziell auch mit den Kreisläufern nachher trainieren wird. Sonntag 14 Uhr BGS-Halle, Heimspiel der B-Jugend in der Bayernliga. Der HSC gegen den TV 77 Lauf. Ungefähr 1 bis 1,5 Stunden vor Spielbeginn treffen sich die Spieler in der Halle. 30 Minuten vor Anpfiff wärmen sich die Jungs auf und besprechen, was genau sie im Spiel umsetzen wollen. 21:19 gewinnt der HSC gegen Lauf. Ein erfolgreicher Spieltag also. Das harte Training hat sich einmal mehr gelohnt.